wo man sieht, wie man mit so einer alten Kamera fotografiert hat oder wie das funktioniert. Aber was heißt alte Kamera? Es funktionieren die modernen Kameras genauso. Weil wenn ich mir das anschaue, da meine digitale Kamera, die hat auch davor ein Objektiv. Die hat auch da hinten eine Möglichkeit zum Durchschauen. Die hat jetzt natürlich da hinten nicht einen Film drinnen, sondern die hat halt einen Sensor drinnen, der das Ganze digital aufzeichnet. Und die kann da einstellen die Verschlusszeit, so wie da bei dem. Und die kann einstellen halt da hinten digital die Blende, wie weit es da vorne zugeht. Ja, funktioniert genau gleich. Und das mit dem Scharfstellen funktioniert halt bei den modernen Kameras nicht mehr so, dass man da Entfernung schätzen muss, sondern das funktioniert halt dann mit dem Autofokus. Aber es tut da drinnen auch das Objektiv da ein bisschen verstellen, dass es scharf wird. Und wenn ich mir sowas anschaue, dann weiß ich im Moment gar nicht, ob da ein Film drinnen ist, aber funktioniert genau gleich. Ich habe also da mein Objektiv, ich kann da scharf stellen, muss ich das mal so zeigen, so. Ich kann da scharf stellen. Ich kann an dem Ring die Blende einstellen, wie weit das auf und zu geht. Ich kann da oben die Zeiten einstellen, wie lange das auf offen ist. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich die aufmache. Dann habe ich halt da jetzt einen Verschluss, den tue ich spannen. Das war das, was ich da vorher bei der Kamera da herum gemacht habe. Und wenn ich dann abdrücke, dann geht halt so wie da die Kamera. Ah, der Verschluss auf und zu. Und wenn ich den jetzt einmal auf eine kürzere Zeit stelle, was haben wir zuerst gesagt? Eine Sekunde. Dann, wo war das da? Da. Verschluss spannen. Und dann schauen wir uns das da an. Sollte eigentlich genau gleich funktionieren. Gut, das war jetzt keine Sekunde, sondern. Ah, da ist keine Batterie drinnen. Mist. Diese Verschlüsse da von damals, die haben halt nur mit einer Batterie funktioniert, die man da unten rein tut und nicht mehr mechanisch. Und wenn man das so benutzt, dann geht genau nur mehr ein 125stel. Gut, aber man hat auch dann da den Film eingelegt. Das waren so kleine Spulen. Man hat also da so kleine Spulen und da drinnen ist der lichtempfindliche Film. Den legt man da hinten ein. Spannt man auf der anderen Seite fest. Also, da legt man ein, da spannt man fest. Und wenn man dann da diesen Hebel da zieht, dann tut man nicht nur den Verschluss spannen, sondern auch den Film weiterspulen. Und so wie bei der Kamera, da habe ich halt nur ein Bild gehabt, habe ich bei der Kamera 36 Bilder. Ja, und bei der Kamera da funktioniert es genau gleich. Weil wenn man sich das anschaut, da ist halt ein winziges Objektiv, die Linse da. Und der Abstand von der Linse zum Film oder da bei der Kamera von der Linse zum Film oder da bei der Kamera da irgendwo ist die Linse da vorne drinnen, also diese ganze Linsengruppe bis zum Film. Und da ist es halt von der Linse bis zum Sensor. Ganz schmal. Wer sich jemals da schon mit dem Handy gespielt hat, der weiß, dass man da auch einstellen kann. ISO steht da meistens dabei. Shutter Speed steht da meistens dabei. Und Aperture steht da meistens dabei. Also Aperture, das wäre die Blende, der Durchmesser, wie weit das aufgeht. Speed, das ist die Geschwindigkeit. So wie wir da gehabt haben, 200stel oder eine Sekunde. Tja, und ISO. Erklären anders mal, oder? Soll ich es gleich sagen? Die Filme da waren unterschiedlich empfindlich. Auch die Filme waren unterschiedlich empfindlich. Und wenn man sich einmal entschieden hat, ich tue da einen unempfindlichen Film rein, dann hat man da halt 36 Bilder damit machen müssen, da halt ein Bild damit machen müssen und das war's. Und diese Digitalkameras, da zähle ich jetzt das Handy auch dazu, die haben halt einen Sensor drinnen. Und der hat halt den Vorteil, dass man ihn von einem Bild zum nächsten umschalten kann, auf empfindlich oder unempfindlich. Ja, das war der erste Einschnitt in die Fotografie. Da werdet ihr sicher bald Gelegenheit bekommen, dann
mit den Kameras da wirklich zu arbeiten. Dann lassen wir es einmal für heute. Oh mein, bin ich froh, dass ich damals nicht fotografiert habe. So. Geht das jetzt da nicht rein?